Besser die Carb. Jetzt einen kleinen Drill für diejenigen von euch, die einen Sandsack haben, am Sandsack üben können. Kann man auch in der Pratze üben, ist da bloß nicht ganz so leicht wegen dem Partner. Im Muay Thai ist es erlaubt zu pushen. Ja, ich kann den Gegner pushen. Hier, harm, pushen und blocken. Ja, klassische Pi-Block, harp, harp. Und diese Übung, die basiert darauf, dass wir quasi immer pushen und dann mit einer Technik abschließen und sofort wieder pushen. Das heißt, die Ausgangsposition ist umgekehrt wie bei der Führhandgeraden. Ja, das heißt, immer den Sandsack berühren, dann die Technik bringen und den Sandsack wieder berühren. Sieht folgendermaßen aus. Push, K, push, T, push, Sock, push, push, K, push, T, push, Sock, push, K, push, T, push, Sock. Und das könnt ihr eine Runde lang machen, 3 Minuten oder 100 Stück. 100 Knie, 100 T, 100 Sock. Aber ihr macht die Übung bitte auch mit der anderen Seite. Aber dann steht ihr auch in der anderen Seite. Also hier rechts vorne stehen. Ja? Push, K, push, T, push, Sock, push, K, push, T, push, Sock. Ja? Auch hier. Eine Runde, 100 Techniken könnt ihr variieren. Wichtig ist nur, Push ist die Ausgangsposition. Ja? Die andere Hand hier, nicht hier, schön in der Deckung oben. Ja? Sauber blocken, Push. Auch hier so ein bisschen nach vorne. Ja? Nicht weg, sondern nach vorne. Ha. Push. Okay. Viel Spaß beim Üben. Das ist ja die Kappe.